Die Wolfschanze heute, das ehemalige Führerhauptquartier bei Rastenburg in Ostpreußen, ist ein Trümmerfeld. Hier sollten am 20. Juli 1944 975 Gramm Plastiksprengstoff den Diktator Adolf Hitler töten. Doch das Attentat misslingt und der Staatsstreich scheitert. Noch in der Nacht fordert der Diktator blutige Rache an den Verschwörern. Die Nazis verhaften hunderte Regimegegner und machen ihnen vor laufenden Kameras den Prozess. Der Präsident des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, soll die Angeklagten propagandagerecht zum Tode verurteilen. Doch die Verfahren geraten zur Farce. Freisler ist der Typus des Henkers des Dritten Reichs, des Henkers, des Verbrechers, des Mörders in der Richterrube. Schreiend, geifernd und geradezu ängstlich bemüht, denjenigen, die er angeklagt hat, kein Forum zu bieten. Im ganzen Dritten Reich werden Regimegegner unbarmherzig verfolgt und von der Nazi-Justiz ermordet. Bis heute unvergessen ist die Geschichte der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Münchner Studenten protestieren mit Flugblättern gegen Krieg und Barbarei. Die Geschwister Scholl und ihre Freunde büßen mit dem Leben. Über 5000 Todesurteile des Volksgerichtshofs werden bis zum Untergang des Dritten Reichs verhängt und vollstreckt. Etwa die Hälfte unter der Regie von Hinrichter Roland Freisler, der bis zum bitteren Ende gnadenlos bleibt gegenüber seinen Opfern. Am Abend des 30. Januar 1933 marschieren die Kolonnen der Berliner SA zum Zeichen des Sieges durch das Brandenburger Tor in die Wilhelmstraße. Diese Fackeln bilden einen einzigen Feuerstrom, beschreibt der französische Botschafter die gespenstische Szene. Und die Wellen dieses Stroms treffen mit großer Wucht auf das Herz der Hauptstadt. Ein Journalist kommentiert damals prophetisch: Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler gleiche einem Sprung ins Dunkle. Hitler hat nicht nur die Kanzlerschaft gefordert, sondern auch weitreichende Vollmachten. Ein Ermächtigungsgesetz soll ihn vor allem vom Parlament und den demokratischen Grundprinzipien der Weimarer Verfassung unabhängig machen. Das Reichstagsgebäude stammt noch aus der Kaiserzeit. Seit dem Sommer 1932 stellen die Nazis die stärkste Fraktion. Hitlers Paladin Hermann Göring ist Reichstagspräsident. Grundsätzlich gilt, Hitler hatte gar keine Beziehung zu einem parlamentarischen Regierungssystem. Es ging ihm ja auch nie darum, Kompromisse zu schließen oder eine realistische Politik umzusetzen. Sein Ziel war, seine ideologischen Vorstellungen hundertprozentig umzusetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ging natürlich mit einem parlamentarischen Regierungssystem überhaupt nicht. Ich habe dir eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos, bis ins Grab hinein. Neuwahlen sollen den Nazis die absolute Mehrheit bringen. Sie fürchten vor allem den Widerstand der Kommunisten. Doch die KPD wagt keinen bewaffneten Aufstand. Insgeheim sind die Genossen überzeugt, Hitler werde sich nur wenige Monate an der Macht halten. Der 27. Februar 1933 ist ein Montag und nur noch 6 Tage liegen bis zur nächsten Reichstagswahl am 5. März. Und in Deutschland tobt ein Wahlkampf, wie ihn Deutschland zuvor nie erlebt hat. Ein Wahlkampf, in dem massiv die Oppositionsparteien bekämpft werden und beschränkt werden in ihrer Arbeit. Der Reichstag allerdings ist aufgelöst. Und deshalb ist im Reichstagsgebäude an diesem Abend sehr, sehr wenig los. Im Grunde genommen sind es nur einige kommunistische Abgeordnete, die hier in ihren Büros sitzen, weil ihre Parteizentrale von der SA und der Berliner Polizei besetzt worden ist.
Was an jenem Abend genau geschah, lässt sich anhand der Ermittlungsakten rekonstruieren. Oberwachtmeister Karl Buwert gibt am Tag danach zu Protokoll, um kurz nach neun habe ihn ein Passant auf das Klirren einer Fensterscheibe aufmerksam gemacht. Auch einen Lichtschein im Reichstag will der Mann gesehen haben. Buwert schaut nach und hat den Eindruck, als würden dort Leute mit Fackeln herumlaufen. Der Polizist zieht seine Dienstwaffe und schießt. Inzwischen sammelt sich Rauch im Plenarsaal. Die Feuerwehr wird alarmiert. Um 8:45 rasen die ersten Löschzüge zum Parlamentsgebäude. 12 Minuten später geht der Saal ruckartig in Flammen auf. Der Feuersturm bringt die gläserne Staubdecke zum Platzen. Etwa zur gleichen Zeit stellt der Schupo Helmut Pöschel im Gebäude einen stark schwitzenden jungen Mann, der laut Protokoll nur mit einer Hose und Hosenträgern bekleidet ist. Marinus van der Lubbe hatte geglaubt, es wäre eine gute Idee, wenn er durch die Brandstiftung in einem öffentlichen Gebäude an einem möglichst prominenten Platz in Berlin den deutschen Arbeitern ein Fanal, ein Signal gäbe, einen Aufstand gegen die nationale Regierung Hitler ins Werk zu setzen. Das war eine Wahnidee, aber es war offensichtlich seine Überzeugung und entsprechend hat er am 27. Februar abends gehandelt. Ein Polizist meldet den Brand per Telegramm ins Präsidium. Alle Telefonverbindungen sind unterbrochen. Das Reichstagsgebäude gleicht nach allen Seiten einer belagerten Burg, notiert ein herbeigeeilter Reporter. Die Feuerwehrleute haben Fenster eingeschlagen, um zum Brandherd vorzudringen. Es gelingt ihnen schließlich, das Übergreifen des Feuers auf weitere Räume des Parlamentsgebäudes zu verhindern. Den Plenarsaal können sie nicht retten. Etwa um 22 Uhr kommt Hitler persönlich zum Tatort. Er hält den Brand für ein Werk der Kommunisten. Es gibt jetzt kein Erbarmen, soll er beim Anblick des Feuers gebrüllt haben. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Wochenschaukameras dokumentieren am nächsten Tag das ganze Ausmaß der Zerstörung. Die Feuerwehr hat die letzten Brandstellen gelöscht und zieht ab. Die Polizei ermittelt. Für die Fahnder besteht kein Zweifel, dass Brandstiftung vorliegt. Die Nazis nutzen die Katastrophe skrupellos aus für einen Staatsstreich gegen die Demokratie. Unverzüglich wird eine Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat erlassen, die die bürgerlichen Freiheiten in Deutschland massiv einschränkt. Die Presseorgane von KPD und SPD werden verboten, viele Funktionäre verhaftet. Hermann Göring spricht im Rundfunk. Nehmen Sie den Brand des Deutschen Reichstags als ein Fanal jener Bürgerkriegsvorbereitungen des Kommunismus, die nunmehr seit Monaten aufs eifrigste betrieben, der Vollendung entgegengingen. Kampfverbände der Nazis erhalten polizeiliche Vollmachten, machen gegen Staatsfeinde und Demonstranten rücksichtslos von der Waffe Gebrauch. Mit dem Reichstagsbrand und dem danach propagandistisch aufgebauten Angst vor einem kommunistischen Aufstand fallen die letzten Hemmungen. Und innerhalb weniger Tage werden in Preußen Zehntausende Kommunisten und des Kommunismus verdächtige Personen festgenommen, teilweise übel misshandelt. Es ist tatsächlich das Losbrechen dessen, was Hitler selbst kurz danach die nationalsozialistische Revolution genannt hat. Bei den Reichstagswahlen am 5. März erreichen die Nazis fast 44%. Hitlers Regierungskoalition aber bekommt nur eine knappe Mehrheit. Trotz des Terrors auf den Straßen erhalten die linken Parteien fast ein Drittel der Stimmen. Aber die Kommunisten werden zum Reichstag nicht zugelassen. Für die Nazis ist klar, dass nur sie das riesige Gebäude angezündet haben können. Filmaufnahmen aus dem Vorjahr dokumentieren die Größe des Plenarsaals. Regierungsmitglieder und Präsidium, hunderte Zuhörer und etwa 600 Abgeordnete fanden hier Platz. Nur eine gut vorbereitete Aktion der Nazis, so glauben manche Experten dagegen bis heute, habe eine Katastrophe von solchen Ausmaßen ermöglicht. Es gibt seit der Brandnacht Spekulationen darüber, dass es eben doch die Nazis gewesen sein müssten, die Nutznießer dieses Brandes, die ihn inszeniert hätten.
Seit 1966 sind immer wieder Papiere bekannt geworden, die belegen sollen, dass die Nazis die Täter gewesen seien. Als man das dann mal etwas genauer überprüft hat, sowohl in sprachwissenschaftlicher wie in geschichtswissenschaftlicher Hinsicht und schließlich sogar in kriminologischer Hinsicht, stellte sich relativ rasch heraus, dass es sich um sehr primitive Fälschungen handelt, wesentlich einfacher noch hergestellt als beispielsweise die berühmt-berüchtigten Hitler-Tagebücher. Verschwörungstheoretikern gilt Reichstagspräsident Hermann Göring als Hauptverdächtiger. Der kontrolliert als preußischer Innenminister auch die Polizei und soll einige hohe SA-Führer mit der Durchführung der Aktion beauftragt haben. In Berlin tauchen schon Anfang März 1933 kleine Flugzettel auf, in denen die Nazis der Brandstiftung bezichtigt werden. Ein Trupp von SA-Männern sei aus dem gegenüberliegenden Palais des Reichstagspräsidenten ins Parlamentsgebäude gelangt, wo sie das Feuer gelegt hätten. So heißt es in einem Memorandum, das im April in Umlauf kommt. Bis 1990 verlief die Grenze zu Ost-Berlin durch diesen etwa 120 Meter langen unterirdischen Gang, der einst Heizungsrohre vom Kesselhaus am Reichstagsufer zum Reichstag führte. Durch diesen mannshohen Tunnel seien die braunen Brandstifter gekommen, behauptet schon 1933 die kommunistische Propaganda. Es hat zu diesem Tunnel insgesamt drei Eingänge gegeben. Einen im Kesselhaus, einen nachträglich eingebauten vom Palais des Reichstagspräsidenten und eben den Ausgang im technischen Keller des Reichstages. Die Tatsache, dass dieser Tunnel im Mittelpunkt der Verschwörungstheorien steht, liegt tatsächlich am damaligen Reichstagspräsidenten Hermann Göring. Er selbst hat an diesem Abend die Idee aufgebracht, die Brandstifter hätten ja durch diesen Tunnel kommen müssen und hat dabei gar nicht bedacht, dass die kommunistischen Reichstagsabgeordneten, die er beschuldigt hat, dieses Tunnels überhaupt nicht bedurft hätten. Obwohl keinerlei stichhaltige Beweise vorliegen, dass der Tunnel in der Brandnacht benutzt wurde, verbreiten ins Exil geflohene KPD-Führer die Theorie auf illegalen Flugblättern im ganzen Dritten Reich. So werden auch Heftchen mit Schillers Drama Wallenstein nach Deutschland geschmuggelt, die nach wenigen Seiten ein sogenanntes Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror offenbaren. Der im brennenden Reichstag verhaftete Holländer Marinus van der Lubbe, heißt es darin, sei von den Nazitätern dort zurückgelassen worden. Anhand der originalen Verhörprotokolle van der Lubbes ergibt sich ein ganz anderes Bild. Noch in der Nacht des 27. auf den 28. Februar beginnen intensive Vernehmungen des vor Ort festgenommenen mutmaßlichen Brandstifters durch die politische Polizei. Es werden sehr viele Protokolle in diesen nächsten Wochen und Monaten angefertigt. Insgesamt gibt es über 30 Vernehmungen Marinus van der Lubbes. Und es werden sehr, sehr viele Ermittlungen im Umfeld angestellt. Bereitwillig schildert der 24-Jährige die Ereignisse in allen Details. In der Nacht zum Sonnabend, dem 25. Februar 1933, habe er den Entschluss gefasst, mit einer Brandstiftung gegen das System zu protestieren, das den Marxismus vernichten wolle. Seit seiner Ankunft in Berlin eine Woche zuvor hat er nach revolutionär gesinnten Deutschen gesucht, um sie für eine gemeinsame Aktion zu gewinnen. Ohne Erfolg. Jetzt ist er allein auf der Suche nach einem geeigneten öffentlichen Gebäude. Nach vergeblichen Versuchen am Wohlfahrtsamt von Neukölln, am Roten Rathaus und am Hohenzollernschloss beschließt van der Lubbe, nach Holland zurückzukehren. In Hennigsdorf, kurz hinter der Stadtgrenze Berlins, kehrt er um, kauft im Wedding 4 Pakete Kohlenanzünder und macht sich auf den Weg in die Innenstadt. Der Reichstag ist sein neues Ziel, weil das ein Zentralpunkt des Systems gewesen sei, erklärt er den Ermittlern. Um 8:30 Uhr abends geht er zum Parlamentsgebäude, um sein Vorhaben diesmal erfolgreich in die Tat umzusetzen. Eine geeignete Einstiegsstelle hat er schon am Nachmittag gefunden. Ein Tatortfoto der Polizei zeigt am nächsten Tag genau die Stelle, wo er einen Stacheldrahtverhau überwindet und über die Westfassade das Hauptgeschoss erreicht.
Gegen 9 Uhr abends kletterte Marinus van der Lubbe an dieser Stelle des Reichstages ins Reichstagsgebäude. Er kam über dieses Geländer, stellte sich auf diesen Balkon und trat danach die 8 mm starke Glasscheibe, die das Reichstagsrestaurant von diesem Balkon trennte, ein, drang dann in den Reichstag ein und begann hier Feuer zu legen. Die Ermittler finden zwar Handabdrücke an der Einstiegsstelle, können sie dem Holländer aber nicht eindeutig zuordnen. Bei einer Vernehmung am 1. März 1933 erzählt van der Lubbe ausführlich, was im Inneren des Reichstags geschah. Wahllos habe er versucht, im Gebäude Brände mit den Kohlenanzündern anzufachen. Als die ihm ausgehen, will er sich Jacke und Hemd vom Leib gerissen haben, um sie als Fackeln zu benutzen. Im dunklen Plenarsaal angekommen, setzt der stark sehbehinderte Mann die Portieren an den Eingängen und hinter dem Reichstagspräsidium in Brand. Die staubtrockenen Vorhänge brennen wie Zunder. Binnen weniger Minuten steht der gesamte Sitzungssaal in Flammen. Er allein habe das Inferno zu Wege gebracht, beteuert van der Lubbe im Verhör. Nach seinem Motiv gefragt, gibt er zu Protokoll: Meine Meinung war, dass unbedingt etwas geschehen muss, um gegen dieses System zu protestieren. Die Ermittler wollen zunächst nicht glauben, dass van der Lubbe keine Helfer hatte und ohne Brandbeschleuniger ausgekommen ist. Im ganzen Reichstag, vor allem aber im zerstörten Plenarsaal, fahnden Experten vergeblich nach Spuren einer groß angelegten und wohl vorbereiteten Brandstiftung. Am 9. März 1933 stellt ein Gutachten der Preußischen Landesanstalt für Lebensmittel, Arzneimittel und gerichtliche Chemie fest, man habe an den Brandherden im Reichstagsgebäude für die Benutzung flüssiger Brennmittel wie Petroleum oder Benzin keine Anhaltspunkte gefunden. Zu diesem Zeitpunkt ist die politische Polizei in Preußen noch nicht gleichgeschaltet. Und so stellt der zuständige Kommissar schon nach wenigen Tagen fest, die Frage, ob van der Lubbe die Tat allein ausgeführt hat, dürfte bedenkenlos zu bejahen sein. Sein Vorgesetzter ist mit dieser Schlussfolgerung offenbar nicht ganz einverstanden. Es sind in den Akten keinerlei Spuren zu finden, nach denen Polizisten gezwungen worden wären oder irgendwelche Beweisstücke unterschlagen worden wären. Es hätte ja seitens der Nazis daran auch gar kein Interesse bestanden. Denn die These der Nazis war ja nicht, Marinus van der Lubbe hätte den Reichstag alleine angezündet, sondern die These der Nazis war, Marinus van der Lubbe sei ein Werkzeug der Kommunisten gewesen. Also wäre es für die Nazis sehr viel interessanter gewesen, Spuren zu finden, die auf mehrere Täter hindeuten, als Spuren zu unterdrücken, die genau das sagen. Gefängnisse und Konzentrationslager füllen sich mit Häftlingen. Die Nazi-Führung ist überzeugt, dass die Kommunisten den Reichstag angezündet haben und nutzt die Gunst der Stunde zu Massenverhaftungen im ganzen Reich. Die Führung der KPD wird steckbrieflich gesucht. Parteichef Ernst Thälmann und seine engsten Mitarbeiter werden in einem geheimen Quartier in Berlin-Charlottenburg aufgespürt. Von den hohen Parteifunktionären gelingt nur Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht noch 1933 die Flucht ins Ausland. Sie gehen ins Exil nach Moskau und warten dort auf ihre Rückkehr nach Deutschland. Die Sitzungen des Parlaments können nicht im ausgebrannten Reichstag stattfinden. Am Nachmittag des 21. März trat der Reichstag zum ersten Mal in der Grolloper zusammen. Zwei Tage später brachte der Reichskanzler Adolf Hitler das Ermächtigungsgesetz ein, das mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde. Doch 94 sozialdemokratische Abgeordnete stimmen gegen das Gesetz. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Sie wird nicht die Erkenntnis aus dem Auge verlieren, dass es sich dabei nicht nur um das negative Problem der Bekämpfung dieser Lehre und ihrer Organisation handelt, sondern um die Durchführung der positiven Aufgabe der Gewinnung des deutschen Arbeiters für den Nationalstaat. Die Reichsregierung beabsichtigt daher nicht, durch dieses Ermächtigungsgesetz die Länder aufzuheben. Wohl aber wird sie diejenigen Maßnahmen treffen,
die von nun ab und für immer eine Gleichmäßigkeit der politischen Intentionen in Reich und in den Ländern gewährleisten. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Mit dem Ermächtigungsgesetz beseitigen die neuen Machthaber überall in Deutschland die Reste von Demokratie und Parteiensystem. Nach immer gleichem Muster werden alle Polizeikräfte einem Nationalsozialisten unterstellt. Auch in München marschieren SA und SS als Hilfstruppen auf. Wir waren niedergeschlagen, erdrückt von der Wucht der Niederlage und dem Gefühl der eigenen Ohnmacht, erinnert sich der bayerische SPD-Politiker Wilhelm Högner später. Ergeben in unser Schicksal, mehr traurig als empört über die Ausschreitungen der Gegner, hilflos wie eine Herde, die sich in einer kalten Regennacht frierend unter Bäumen zusammendrängt. Am 22. März 1933 wird in Dachau, nördlich von München, das erste Konzentrationslager der Nazis in Betrieb genommen, mit einem Fassungsvermögen von 5000 Häftlingen. Binnen weniger Wochen lässt Münchens Polizeichef Heinrich Himmler allein in Bayern etwa 10.000 Kommunisten und Sozialdemokraten verhaften. Proteste regen sich kaum, denn in den Augen der Mehrheit der Bevölkerung geht es nur Unruhestiftern und Revolutionären an den Kragen. Es gab feste Pläne für die Aktionen in den Kommunistenvierteln, erinnert sich der Chef der politischen Polizei in Preußen später. Jeder SA-Mann war in jenen Tagen dem Feind auf den Fersen. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Die Stürme säuberten ihre Bezirke. Sie kannten nicht nur die Wohnungen, sondern sie hatten auch von langer Hand die Unterschlupfe und Treffpunkte ihrer Gegner ausgekundschaftet. Nicht nur die Kommunisten, sondern jeder Mann, der sich einmal gegen Hitlers Bewegung ausgesprochen hatte, war gefährdet. Eine Razzia in Berlin wird sogar vom Rundfunk übertragen. Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Das dauert ein paar Minuten, nicht mal Sekunden. Da ist ein großer Komplex abgesperrt. Ein ungeheures Aufsehen, eine irrsinnige Angst bei den Kommunisten, bei den sozialdemokratischen Funktionären. Sie haben alle in ihren Wohnungen noch tausenderlei Drucksachen versteckt, verbotenes Hetzmaterial. Die Beamten stürmen die Treppen hinauf. Achtung, Polizei, aufwachen! Und dann, nach wenigen Minuten, kurz nach Beginn der Aktion, kommen dann die ersten politischen Gefangenen. In Großbritannien für einen Anti-Nazi-Film nachgestellte Szenen geben die Atmosphäre in Nazi-Deutschland wieder. Free Thälmann, Freiheit für Thälmann, heißt der Streifen, der eine erfolgreiche Untergrundtätigkeit der Kommunisten in Deutschland suggeriert. Doch in Wahrheit ist deren Apparat nur unzureichend gerüstet. Hunderttausende hatten bei Wahlen in den 20er und den frühen 30er Jahren für die kommunistische Partei gestimmt. Es gab eine Führungsschicht, die zum Widerstand entschlossen war. Doch eine große Zahl von Menschen, die ihnen ihre Stimme gegeben hatten, arrangierten sich nun mit den Nazis. Den Parteimitgliedern fehlte die Orientierung. Ihre Führer saßen in Sachsenhausen oder waren nach Paris emigriert. Es gab also nur diese Zellen, kleine Gruppen, die sie schon vor 1933 vorbereitet hatten, um in Hamburg, Neukölln oder im Wedding aktiv zu werden, wo sie sich trafen und fragten, was jetzt? Sie wurden Teil der ersten großen Flugblattaktionen und sie verteilten eine Menge Anti-Nazi-Druckschriften, legten sie überall aus, vor allem in der U-Bahn. Doch dann gab es viele Festnahmen durch die Gestapo. Immer wieder gelingen der Polizei schwere Schläge gegen die verbliebenen Untergrundorganisationen. Tausende werden festgenommen und verschwinden in sogenannten wilden Konzentrationslagern, wo viele von SA-Schlägern zu Tode geprügelt werden. In Oranienburg bei Berlin lässt Hermann Göring 1933 eines der ersten sogenannten Umerziehungslager errichten.
Mit seiner Billigung wird dort gefoltert und gemordet. Ganz anders, als diese Propagandaaufnahmen suggerieren. In Preußen werden insgesamt über 25.000 Menschen interniert. Ab April steht dem nationalsozialistischen Unterdrückungsapparat die geheime Staatspolizei für besondere Aufgaben zur Verfügung. Nach und nach wird so der Widerstand der Arbeiterbewegung gebrochen. Während Hitlers braune Horden den Sieg der Gewalt über das Recht zur Schau stellen, verbergen die im Reich verbliebenen Regimegegner ihre wahre Gesinnung. In privaten Kreisen sammeln sich Gleichgesinnte und arbeiten gegen die Nazis. Viele Deutsche verhielten sich passiv, vielleicht ein bisschen feige. Sie glaubten, dass es Deutsche gab, die Hitler in Wahrheit gar nicht unterstützten, sich einfach mit der Situation abgefunden hatten. Sie wussten, es gab sehr viele Nazis, und das war die Realität. Sie versuchten, einen Nerv zu treffen und die Deutschen, die nicht mit dem Regime einverstanden waren, für Aktionen zu gewinnen. Im Zentrum einer solchen Widerstandsgruppe stehen das Ehepaar Harro und Libertas Schulze-Boysen. Sie arbeitet für einen amerikanischen Filmkonzern. Er ist Redakteur einer nationalrevolutionären Zeitschrift, als die Nazis an die Macht kommen. Schulze-Boysens Vision ist die Überwindung von Klassengrenzen, die Versöhnung von Bürgertum und Arbeiterschaft. Harro Schulze-Boysen war bereit zum Risiko. Er war sehr intelligent, aber er war kein disziplinierter Intellektueller wie viele andere. Er brach sein Studium ab, um eine Art studentischen Journalismus und Politik zu machen. Und er arbeitete für die Zeitung Gegner. Einer seiner Kollegen war Jude, Henry Erlanger. Und sie planten eine Demonstration gegen die Nazis. Die SA stürmte eines dieser Studententreffen, brachte sie in einen Keller und man schlug sie furchtbar. Sie packten Schulze-Boysen, nahmen ein Messer und ritzten ihm ein Hakenkreuz in das Bein. Seinen Freund prügelten sie zu Tode. Harro Schulze-Boysen überlebte, blieb eine Zeit lang im Krankenhaus und danach wollte er Vergeltung. Doch Schulze-Boysen sieht schon bald ein, dass offener Widerstand zwecklos ist und legt, wie er selbst sagt, seine Rache auf Eis. Er passt sich zum Schein dem Regime an und bekommt trotz seiner Vergangenheit eine Stelle in Hermann Görings Luftfahrtministerium in der Wilhelmstraße. In der Nachrichtenabteilung der Luftwaffe beginnt er 1934 ein Doppelleben. Tagsüber schreibt er für die Zeitschrift Luftwehr. In seiner Freizeit verfasst er regimekritische Artikel oder trifft sich mit Gleichgesinnten. Harro gibt keine Geheimnisse preis, erinnert sich später eine Beteiligte, obwohl er deutlich macht, dass er die Nazis abgrundtief hasst. Hitler ist für ihn vulgär, ungebildet und minderwertig. Nichts deutet für uns darauf hin, dass er ein Kommunist ist. Aus ihren sozialistischen Überzeugungen machen dagegen der Nationalökonom Arvid Harnack und seine amerikanische Frau Mildred keinen Hehl. Seine wissenschaftliche Untersuchung der marxistischen Arbeiterbewegung in den USA wird nach der Machtergreifung nicht mehr veröffentlicht. Harnack veranstaltet in privatem Kreis illegale Schulungskurse. Der Widerstand gegen die Nazis, so ist er überzeugt, mache eine intensive soziale Kommunikation nötig. Harnack sucht Verbindungslinien, die über die Gräben der verschiedenen Klassen hinwegführen. Ende 1934 schließt er sein zweites juristisches Staatsexamen ab und beschließt, das Regime von innen heraus zu bekämpfen. Die Gleichschaltung bedeutete, dass alle Institutionen der deutschen Demokratie besetzt und dann geschlossen wurden. So entschied sich Arvid Harnack, in einem Ministerium für die Nazis zu arbeiten. Auf diesem Weg würde er Informationen über deren Pläne bekommen. Arvid Harnack wusste früh, dass Hitler Krieg plante, dass das sein wahres Ziel war. Als Ökonom wusste er auch, dass ökonomisches Wissen über Kriegsplanung denen nützlich sein konnte, die die Nazis stoppen wollten. Er hatte einen Freund in der amerikanischen Botschaft, Donald Heath.
Sie trafen sich und unternahmen Spaziergänge im Tiergarten, denn sie fürchteten,